Was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf YouTube. Gute Nachrichten aus Deutschland. Die Commerzbank bietet jetzt auch Bitcoin und Ethereum an. Wir werden uns die Lage rund um den Bitcoin in diesem Video genau anschauen. Übrigens auch zu den Altcoins. Zunächst erstmal zur Makrolage und da gibt es jede Menge Daten aus Good Old Germany und den USA. Die schauen wir uns zuerst an. Ich würde sagen, lasst uns Butter bei den Fische machen. Gehen wir rein. Und zwar sind heute Morgen die Daten bzw. die Erzeugerpreise rausgekommen und wir sehen, dass die Erzeugerpreise noch mit 0,8% niedriger sind im Vergleich zum Vorjahr, aber dass sie ansteigen, ja, um 0,2%. Ja. Interessant ist auch, dass das Statistische Bundesamt hier direkt die Deutungshoheit übernehmen möchte und dir sagen möchte, was ist denn die Ursache, dass die Erzeugerpreise hier noch 0,8% niedriger als im August 2023 sind. Und da sagt doch das Statistische Bundesamt, Hauptursache waren die Preisrückgänge bei Energie. Also das Statistische Bundesamt möchte hier direkt dir erklären, was die Hauptursache für diese Entwicklung der Erzeugerpreise sind. Ist ja ganz klar, nicht, dass du noch auf falsche Gedanken kommst. Ich würde sagen, lass mal die Propaganda mal weg vom Statistischen Bundesamt und schauen uns das Ganze an. Und zwar, was sehen wir hier? Wir sehen im Prinzip nichts anderes, als dass die Erzeugerpreise dem Liquiditätszyklus folgen. Ja? Wir waren hier in einem Abwärtszyklus und sind jetzt wieder in einem Liquiditätsaufwärtszyklus. Und das ist eben auch der Punkt. Wir sehen im Prinzip, dass die Erzeugerpreise, das war ja schon etwas, was wir im Prinzip das ganze Jahr jetzt schon beobachten, ansteigen. Warum? Weil entsprechend die Notenbanken immer lockerer werden mit der Geldpolitik und das letztendlich Druck auf die Preise ausübt. Und das heißt, auch die Erzeugerpreise kommen jetzt in den nächsten Monaten wieder in den positiven Bereich und das dürfte auch wieder für Auftrieb, was die Inflationsdaten angeht, sorgen. Ja, die Erzeugerpreise laufen ja in die Inflationsdaten dann mit rein, mit einem gewissen Timelag von 3 bis 4 Monaten. Also von daher, auch was die Inflation angeht, dürften wir dann im nächsten Jahr wieder einen Druck nach oben bekommen. Ja? Von daher schauen wir hier weiter und du kannst diese Liquiditätszyklen auch beim Immobilienmarkt sehen, denn die Immobilienpreise steigen wieder an. Ja? Wir schauen mal rein. Also zunächst erstmal übers Jahr gesehen sind wir immer noch im Minus, ähnlich im Prinzip wie bei den Erzeugerpreisen. Aber übers Quartal gesehen steigen wir schon wieder an, ähnlich wie bei den Erzeugerpreisen. Ja? Und was sehen wir hier im Prinzip? Wir sehen das Gleiche wie bei den Erzeugerpreisen, auch bei den Immobilienpreisen. Sie folgen dem Liquiditätszyklus und wir sind in einem Liquiditätsaufwärtszyklus. Und dementsprechend steigen die Immobilienpreise schon wieder an. Wir sehen es hier in den letzten Quartalen. Und wir sehen auch, seit wann fangen die denn an anzusteigen? Nämlich seit Ende 2023. Und was hat da angefangen? Da hat die EZB angefangen, stärker mit der Geldmengensteuerung zu arbeiten, also mehr Liquidität an die Staaten in der Eurozone zu geben. Wie? Indem sie wieder angefangen hat, stärker Staatsanleihen zu kaufen, vorwiegend natürlich von den südeuropäischen Staaten. Das heißt, die Geldmenge wird ausgedehnt und die Tauschrelation Geld zu festem Gut, nämlich Immobilie, verändert sich zugunsten der Immobilie wieder. Also von daher, alles ist connected zur Notenbankpolitik. Deswegen sage ich immer, schau nicht so sehr darauf, was dir das Statistische Bundesamt erzählen will, sondern schau dir die Daten an, schau dir die Notenbankpolitik an und dann ist relativ klar, wie der Hase läuft. Gehen wir weiter an der Stelle und wir sehen hier eine aus meiner Sicht gute Nachricht, weil wir sehen hier und zwar die Verkäufe, was E-Autos angeht,
brechen ein um 69% im August im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, ja, dann sehen wir es im Prinzip, dass die E-Auto-Umsätze immer stärker einbrechen. Warum? Weil das grüne Propagandanarrativ zerfällt, ja, und die Leute langsam spüren, vielleicht ist das ja doch nicht die ultimative Lösung, ja, und dementsprechend ist das doch ein tolles Zeichen, dass die Leute aufwachen und sich ja von dieser Propaganda lösen und selber anfangen nachzudenken, ist es vielleicht nicht besser, einen Verbrennermotor zu kaufen, ja, und so die deutsche Automobilindustrie wirklich längerfristig zu unterstützen als mit kurzfristiger grüner Ideologie, die im Prinzip zusammenfällt. Ja, das kann man nicht anders sagen. Und noch ein anderer Punkt ist, ja, wenn man jetzt schon Handys in die Luft jagen kann, ja, per Fernsteuerung, wir haben es ja gesehen, was letztendlich ein Terroranschlag von Israel war, ja, muss man natürlich sagen, wie ist es denn mit E-Autos? Denn die haben ja noch eine viel größere Batterie, ja. Aber da kann sich mal jeder selber drüber Gedanken machen. Gehen wir weiter und dementsprechend ist es dann auch kein Wunder, dass Volkswagen in immer größere Probleme gerät, weil Volkswagen hat ja natürlich auf Druck der Bundesregierung, der Staat ist ja mit drin bekanntlich bei Volkswagen, das Land Niedersachsen hat entsprechend Anteile. Und dementsprechend hat die Bundesregierung hier Volkswagen gepusht, immer mehr dem grünen Narrativ zu folgen, Richtung E-Autos und so weiter. Und Volkswagen ist dem Ganzen gefolgt. Der Staat hat gedacht, er weiß es besser. Und was sehen wir? Das Ganze zerfällt in sich, die E-Auto-Umsätze brechen ein und Volkswagen bekommt immer größere Probleme. Und jetzt kam gestern die Meldung raus, dass Volkswagen wohl 30.000 Stellen streichen möchte. Also so viel dazu, aber das grüne Wirtschaftswunder, das kommt noch. Du musst dich nur gedulden und fest dran glauben. Gehen wir weiter und wir schauen über einen großen Teich. Beziehungsweise nicht nur in die USA, sondern auch nach Japan. Die japanische Notenbank hat die Zinsen so belassen, ja, hat heute Morgen deutsche Zeit bekannt gegeben, dass sie die Zinsen bei 0,25% hält. Die Bank of England hat die Zinsen gestern gehalten, ja, hat sie nicht weiter gesenkt. Sie hat ja schon den ersten Zinsschritt im August gemacht und jetzt hält sie allerdings die Zinsen konstant. Wir sehen, die EZB hat die Zinsen gesenkt auf 3,5% und die Fed natürlich. Ja. Unterm Strich, was ist hier vielleicht noch anzumerken? Und zwar vielleicht ganz kurz zur Pressekonferenz von Jerome Powell. Wenn du sie dir angeschaut hast, die letzte Frage wurde von einem CNN-Reporter gestellt. CNN, natürlich die Quelle deines Vertrauens, ist ja ganz klar. Und der CNN-Reporter hatte am Ende folgende Frage, und zwar: Lieber Jerome, kannst du noch mal erklären, warum die Unabhängigkeit der Notenbank so wichtig ist? Ja, also die Medien geben die Vorlage, dass der Jerome noch mal erklären kann, we serve in the best interest to the American people, sozusagen. Also, dass der Jerome sagen kann, ja, die Unabhängigkeit der Notenbank ist immens wichtig, politische Themen oder sonst was spielt gar nicht mit rein. Und unsere Shareholder, die blenden wir mal komplett aus. Wir sind ja eine Bundesbehörde sozusagen. Wir sind unabhängig. Ja, da durfte der Jerome ganz am Ende noch mal ein paar Minuten reden und erklären, wie unabhängig die Fed doch ist. Ja. Also unterm Strich sieht man, die Medienvertreter, die eingeladen sind, das sind alles akkreditierte Journalisten. Warum wohl? Damit keine falsche Frage gestellt werden kann, Fragezeichen. Denn wo kommen wir denn hin, wenn in einer Demokratie auf so einer Pressekonferenz vom guten Jerome eine falsche Frage gestellt wird? Das geht doch nicht. Ja? Und deswegen sorgen schon die akkreditierten Journalisten dafür, indem sie die Fragen fein säuberlich ablesen aus ihrem Laptop,
dass hier keine Frage falsch gestellt wird, sondern alle Fragen sauber gestellt werden, sodass der Jeromi schön nochmal erklären kann, wie unabhängig die Fed ist. Es ist so verrückt. Du kannst dir das übrigens auf YouTube anschauen. Die Pressekonferenz ist ja auf YouTube verfügbar und da dir mal einen eigenen Eindruck von verschaffen. Ja? Unterm Strich muss man natürlich sagen, so eine Pressekonferenz, so ein FOMC-Meeting ist letztendlich nichts anderes als GZSZ für die Wall Street sozusagen. Die Wall Street Insider, ja, die wissen, dass es im Prinzip ein Schauspiel ist, dass ein abgekartetes Spiel ist, ja, wie auch jeder andere aufgewachte Beobachter das erkennen kann. Ja. Diejenigen, die es nicht erkennen, gut, da ist es halt so, aber jeder kann es ja seinen eigenen Eindruck verschaffen und ich empfehle dir auf YouTube die Pressekonferenz, wenn du sie dir noch nicht angeschaut hast, anzuschauen und dann wirst du es relativ einfach erkennen aus meiner Sicht. Ziemlich offensichtlich inzwischen und dementsprechend ja, wird es auch immer schwieriger, das ganze Narrativ der unabhängigen Notenbanken aufrechtzuerhalten. Ja. Aber damit das Narrativ aufrechterhalten bleibt, meldet sich gestern extra nochmal der gute Joe Biden und er sagt, it would do enormous damage to economy if Federal Reserve lost its independence. Ja? Also es wäre ein erheblicher Schaden, wenn die Federal Reserve, ja, die Fed, ihre Unabhängigkeit verliert. Das wäre ein enormer Schaden. Deswegen heißt die ja auch Federal Reserve. Ne? Das klingt ja wunderbar nach Bundesbehörde. Und am besten schaust du nicht nach, wer die Shareholder von der Fed sind, weil sonst wird es hier kritisch. Ne? Also unterm Strich muss man natürlich sagen, Jerome Powell und die Fed, Jerome Powell ist nichts anderes als ein Bankenvertreter. Ja? Die Eigentümer der Fed, kannst du ja googeln, sind die US-Banken und dementsprechend vertritt Jerome Powell, wie jedes andere Unternehmen, ich habe es schon oft erklärt, die Interessen seiner Shareholder, also die Interessen der Banken, ist ja ganz logisch. Ja? Gehen wir mal weiter und jetzt sind gestern nochmal Arbeitsmarktdaten rausgekommen und zwar die Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA und wir sehen ein weiteres Mal die Stabilität des US-Arbeitsmarktes. Die Anträge auf Arbeitslosenhilfe, die Erstanträge waren unter den Erwartungen und unter dem Vormonat. Also nach wie vor Stabilität, was den Arbeitsmarkt angeht. Ja, er bricht hier mitnichten ein. Und wir sehen die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe auch unter den Erwartungen und unter den Daten vom Vormonat. Also auch hier ein Indikator, dass Leute sogar, die länger in der Arbeitslosigkeit waren, wieder einen Job finden. Ja, also von daher alles gut, wenn man sich die Daten anschaut. Natürlich nicht alles perfekt, ist auch klar. Die Amerikaner haben auch ihre Probleme und das Ganze ist natürlich heftig durch Schulden erkauft. Das habe ich ja auch schon im Prinzip oft genug gesagt. Aber eine Rezession ist hier nicht in Sicht. Schauen wir auf die US-Banken und wir sehen hier, die Liquiditätsposition der kleinen Regionalbanken nimmt wieder zu. Ja? Also die kleinen Banken erholen sich, ja, der Anteil der Liquidität an der Gesamtliquidität im Bankensektor steigt von den Regionalbanken und das zeigt eine stärkere Position der Regionalbanken. Sie erholen sich langsam von dieser Bankenkrise aus dem letzten Jahr. Also von daher, auch der Regionalbankensektor zeigt hier natürlich gemäß dem Liquiditätszyklus in die richtige Richtung und dementsprechend ist auch der Bankensektor stabil aus meiner Sicht in den USA. Ja. Natürlich kann immer irgendein externes Event kommen, wie auch immer, aber wenn man sich die Liquiditätsposition anschaut, dann sind die Regionalbanken heute deutlich stabiler als letztes Jahr und das ist gut, ja, und nimmt natürlich das Risiko aus einem Bankencrash raus und den Großbanken geht es ja sowieso ziemlich gut in den USA, denn die sind ja bekanntlich die Shareholder von der Federal Reserve. Gehen wir weiter und wir sehen Gold.
Geht komplett durch die Decke, hat heute die 2.600-Dollar-Marke übertroffen. Ja, wir sehen es hier, die 12-Monats-Entwicklung. Und es geht weiter nach oben. Natürlich eine Folge der Zinssenkung der US-Notenbank. Ja, und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass Gold noch weiter ansteigen wird. Insbesondere, wenn immer mehr Notenbanken dann auch dem Liquiditätszyklus folgen, was ja im Prinzip schon der Fall ist. Alle haben ja noch auf die Fed gewartet und die Fed hat jetzt auch angefangen. Die EZB, Bank of England, Schweizer Notenbank und so weiter und so fort, die sind ja schon im Zinssenkungszyklus. Ja? Auch wenn sie zwischendurch mal eine Pause machen, so wie die Bank of England beispielsweise, aber da geht der Zinssenkungszyklus auch weiter. Ja? Schauen wir jetzt zum Bitcoin und hier kam die Meldung raus. Ja, die Commerzbank in Good Old Germany tut sich mal langsam was Richtung Bitcoin, bietet Bitcoin und Ethereum an. Ja. Allerdings nur für Firmenkunden, komme ich gleich noch zu. Also zunächst erstmal die Commerzbank als zweitgrößte Bank in Deutschland. 34 Milliarden Assets under Management und knapp 12 Millionen Kunden, ja, bietet jetzt Bitcoin und Ethereum Trading für Firmenkunden an. Natürlich nur für Firmenkunden, denn die Privatkunden möchten wir ja schützen, ne, vor Bitcoin und Ethereum, weil nicht, dass die da Geld verlieren. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Aber immerhin, es ist mal ein erster Schritt, das muss man an der Stelle sagen. Von daher, die Massenadoption schreitet weiter fort. Schau mal den Bitcoin-ETF an und hier gab es jetzt gestern wieder starke Zukäufe von 158 Millionen. Daddy BlackRock verrechnet wahrscheinlich immer noch die Verkäufe aus den Tagen Anfang September mit den Zukäufen, die wahrscheinlich gestern auch stattgefunden haben. Wie auch immer, lassen wir es mal dahingestellt. Fidelity 50 Millionen, wieder gute Zukäufe und vor allem ARK Invest sehr, sehr stark mit 81 Millionen. Hier auch interessant, bei Grayscale keine Verkäufe, im Gegenteil sogar Zukäufe über den Grayscale Mini ETF. Gehen wir weiter und jetzt kommt eine weitere gute Meldung raus und zwar FTX wird 16 Milliarden US-Dollar an die geprellten Kunden aus dem FTX-Crash überweisen und zwar sie werden anfangen mit den Überweisungen in 2 Wochen. Zufällig genau richtig zum Start des 4. Quartals. Ja. Aber diese 16 Milliarden hier unten, die werden ausgezahlt, ja, an frühere Kunden von FTX. Und das sind ja Krypto-Fans. Ja. Und dementsprechend kann man hier mit Sicherheit erwarten, dass große Teile dieser 16 Milliarden wieder in den Kryptomarkt fließen, ja, direkt zu Beginn des 4. Quartals. Also von daher gute Nachrichten, was das Ganze angeht. Schauen wir auf die globale Liquidität und die steigt immer weiter an, weil die Notenbanken Schritt für Schritt anfangen, die Zinsen zu senken. Ja? Das heißt, die Zinssenkung, hat schon öfters erklärt, regt die Kreditvergabe an, die Geldmenge dehnt sich aus und dementsprechend ist die globale Liquidität heute inzwischen bei 96 Billionen US-Dollar und die wird noch weiter ansteigen, weil die Fed wird ja noch einige Zinssenkungsschritte machen, genauso wie die EZB und andere Notenbanken. Also von daher eine gute Entwicklung und je stärker sich die globale Liquidität ausdehnt, desto höher dann der Bitcoin-Preis. Logische Folge. Schauen wir auf die Altcoins. Die Altcoins sind hier immer noch an dieser 6-jährigen Unterstützungslinie. Ja, wir sehen aber, ich weiß nicht, ob du mal in die Altcoins reingeschaut hast, ja, aber da gehen schon einige ordentlich nach oben. Ja, man sieht es auch hier im Gesamtchart schon ein kleiner Anstieg. Ja. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, immer bei dieser Unterstützungslinie ging die Altcoin-Season so langsam los. Ja, und jetzt mal meine Frage an dich. Sag mal, wo gehen die Altcoins in den nächsten Wochen und Monaten hin? Lassen wir uns mal überraschen. Gehen wir weiter. Wir schauen auf den Bitcoin und schauen uns da kurz die gehebelten Positionen an. Wir stehen aktuell bei 63.400 US-Dollar.
Und die Frage ist, wo geht es jetzt heute im Laufe des Handelstags hin? Ja, nach oben ist natürlich ein bisschen mehr Liquidität. Hier sind jede Menge Short-Positionen. Entweder man geht direkt nach oben oder es geht nochmal kurz runter auf 62.500 um den Dreh, um die gehebelten Long-Positionen rauszunehmen und geht dann anschließend nach oben. Schauen wir uns hier kurz auch das Orderbuch an. Ja. Und wenn wir das Orderbuch anschauen, dann sehen wir schon, dass hier sehr viele Verkaufspositionen, ja, hier zum Beispiel 224 Bitcoin, hier 227 bei 64.000 US-Dollar im Prinzip sehr viele Verkaufspositionen drin sind. Ja, wenn wir das mal zusammenfassen, ja, kann man im Prinzip sagen, in Summe sind es ja Pi mal Daumen 2.000 Bitcoin, die hier als Verkauforders vorliegen, von 64.000 US-Dollar bis 65.000 US-Dollar. Also, wenn wir uns da durchfressen wollen, dann brauchen wir schon jede Menge Kaufshunger. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du Kaufshunger? Ich hoffe, du hast deine Käufe schon abgeschlossen. Ja, wenn nicht, jetzt ist höchste Zeit. Ja? Das war es von meiner Seite aus. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du das, indem du ein Like da lässt. Wenn du mehr zurückgeben möchtest, dann kannst du in den Kommentaren eskalieren. Dann trägst du deinen Teil dazu bei, dass der YouTube-Algorithmus eskaliert und immer mehr Menschen dieses Video sehen. Außerdem kannst du das Video gerne teilen mit deinen Freunden und Bekannten. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du den Kanal gerne abonnieren. Am Ende bleibt mir nur noch eines zu sagen, und zwar folge immer dem Money Matter. Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao.